I'm sorry. Just not feeling like myself at the moment. I mean, what kind of people are we? What have we become? Ihr müsst einfach eure Fehler wieder gut machen. Ziemlich furchtbare Leute. Ich habe mit Annika gesprochen. Ja. Oh, what a lovely woman. Don't listen to what my husband says about her. I haven't made it to Southland in some time. How is Annika doing? Sie wirkt sehr gut. Kai könnte eine gefährdete Pflanzenart verarbeitet haben. One of Kai's potions? Oh, he better not have. No, he wouldn't. For good grief, those days are long behind him. I'm sorry. Just not... You're right. We made our beds, full of lice and thorns, I suppose. And now to sleep in them. We'll need to make this up to Finn somehow. Mhm. Ja, müsst ihr machen. Okay. Dann quatsch ich mal mit diesem Betrüger. You spoke to Annika already? What did she say? Ich mach mich sofort auf den Weg. Du hast eine bedrohte Pflanzenart verarbeitet. Oder hast du? Du hast Wucherpreise verlangt? How did you know? You told her it was me asking? Sie ist von selbst draufgekommen. But what do you mean, endangered plant? Oh, is that why people stopped coming around? But why would anyone believe I used something that's protected? I mean, I like plants as much as the next shade folk, but I'd never touch a protected plant, I swear! Ja, du hast dich ja schon verraten, Junge. Erwähnte ein Hydra-Distel-Trank. What? My Hydra-Thistle? Huh. Well, now that I think about it, I guess I could see why people got that idea, but oh, criminy! Why didn't anyone just ask me about it? This is why we've been broke all these years? Du hast überhaupt keine bedrohten Pflanzen verarbeitet. Sie ist einmal positiv. Was denn positiv sehen daran? No, of course not. Far too risky to use those protected bits of foliage. That's a game I don't mess around with. Look, you haven't seen the best of us, but we've got a lot to offer if we just had a chance. Can you help us? Okay, also dann haben sie es doch nicht gemacht. Okay, na gut, wie? Here's my Hydra Thistle. Find someone to test it, like a scientist. Mm-hmm. Help me prove I didn't use any protected plants. Nava will certainly have someone who can figure that out. Check the offices on the third floor of the common quarter. Please hurry. We can't survive much longer without any customers. Okay, aber die Armen, deswegen war es ein Missverständnis. Okay, ja cool. Aber das ist eine ziemlich gute Idee von ihm. Also das mit dem testen lassen. I'm sorry. Just not feeling like myself at the moment. I mean, oh, what a lovely woman. Glad to hear it. And does she seem in need of any tinctures or potions? glaub nicht. Sorry, this is not the time. Was she able to offer us anything? Nee, sorry. Gut, dann holen wir uns mal... Ab jetzt Vorlesung, bleibt noch hier im Chat, aber hab den Ton aus. Wenn was ist, einfach schreiben. Genau, danke Sarah. Danke, dass du da warst. Und alle so schön unterhalten hast im Chat. Genau. Bye bye. Gut. Dann sind nur noch der Nightbot hier. Und ich und Zuschauer. Gut. So. Hey. Ja, euch habe ich nicht vergessen. Ne?
Ich meinte auch so von. Warte mal kurz. Lindau. Was hat er jetzt gesagt? Wir müssen nach Lindau. Warte. Ja, ich bin ja schon da. Kai streitet aber eine gefährdete Pflanze verwendet zu haben. Es gab nur mir etwas von dem Trank und in Nava soll ich das so untersuchen lassen. Okay, alles klar. Ich muss mich jetzt aber beeilen, weil es wird kalt. Ja, schon klar. Ich meinte jetzt auch eher von den. Ah, wie soll ich's sagen? Also. Von den keinen Zuschauer. Also. Ach, keine Ahnung. So. Ich bin gerade an ein Dead End. Also bin ich. Ich brauche die Brücke. Die müsste eigentlich da vorne irgendwo sein. Davon ist sie, okay. Ah, genau, da ist nämlich der Flurstyp, der ins Bettchen ist. Ich muss auch ganz schnell ins Bettchen. Ganz, ganz, ganz schnell. Dann würde ich sagen, wir schlafen bis morgen. Komm, schneller, schneller, come on. Und dann holen wir uns den Trank, beziehungsweise lassen den Trank testen. Und dann ist es auch wieder vorbei. So. Ja, ich bin gleich im Haus. Wow, schnell, 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 schnell. Wie die Zähne immer klappern. Voll süß. So, und good night. So, wunderbar. Sleeping. So, da bin ich mal sehr gespannt, ob der jetzt wirklich die gefährdeten Disteln benutzt, die wir die ganze Zeit gepflückt haben, oder oder nicht. So. Gemeindeturms. Das Büro der Wissenschaftlerin ist im dritten Stock. Ah, da waren wir doch schon, ne? Da oben. Aber ist das wirklich der dritte Stock? Nee. Warte mal. Wer bist du? Ah! Okay. Wir malen gleich das Bild für dich. Nee, das ist nicht der Gemeinschaftsturm. Wo ist der Gemeinschaftsturm? Aber gut, dass wir jetzt wissen, wo du bist. Gemeinschaftsturm. Ist es. Nee, der hat doch keine Stockwerke. Warte, ich bin ja gerade auch doof, oder? Es ist doch in Nava und nicht in. Ja, in Nava. Oh Gott. Okay, sorry. Gut. Ah, in Nava ist das. Okay, alles klar. Gut, und dann werden wir jetzt mal für den Architekten das malen. Er möchte, dass die Stadthalle, der Pavillon und das Gasthaus. Die Stadthalle ist, denke ich mal, das da, nicht? Oder ist. Ich weiß halt nicht, was die Stadthalle ist. Ist das die Stadthalle oder das da unten? Das da unten ist eher der Kai, würde ich sagen.
der Pavillon. Das da, das da und das da. Okay. Aber wie soll ich das alles in einem Bild? Warte, ich gehe mal da hoch auf den Hügel vielleicht. Komm. Genau, Empfehlungsschreiben nicht vergessen, ja. Warte, dieses blöde Haus, dieses hässliche Haus ist davor. Na. So könnte ich mal, ne? So ist es schön, ne? Warte. So. Ich brauche den ganzen Bildschirm. Vielleicht so. Ja. Also mal schauen, ob das war, was er wollte. Aber ich glaube schon. Hey, du. The painting of my city. Bild anbieten. It's splendid. Ja. Truly. Gerne. Thank you. Sehr gerne. And I should also thank you. 40. For before. I'm glad you visited me in my house. I'd like some time to myself. This is indeed a special place. And I'd like to enjoy it as much as possible before I go. Hm. Schön. Ja, cool. Das freut mich jetzt. Das freut mich jetzt sehr. So. Dann. Noch die Empfehlung schreiben. Wir könnten ja den Captain fragen, ob das. Entschuldigung. Empfehlung schreiben. Ah, the traveling artist. Hola. Thema wählen. Zugang zu Nova. Sure, I can do that for you. Yay! Super. Zurück und wir sehen uns später. Take care now. Bist du auch so einer? I just can't wait to go. Thema wählen. I will not write you a reference. We already have too many vagrants in Nova for my tastes. Ey, ich nehme gleich mein Bild wieder und zerreiß es vor deinen Augen hier. Oder übermal es. Und mal was viel Besseres drauf. Ich könnte den Bären fragen. Weil der will mich ja eh treffen. Entschuldigung. Der will mich da ja eh treffen. This is gonna be such a great prank! Don't forget to meet me in Nava. I'm usually near the bakery. Ja, ich muss da rein, come on. Ach, dann fragen wir den mal, obwohl ich nicht weiß, ob der... blenden. Ich weiß nicht, ob der mir sowas ausschreiben will. My father was a fisher of these oceans, so I've been out on the sea plenty of times. Ah, nee, kann er... Okay. Kann er gar nicht. Okay. Dann... Vielleicht der Fischer. Der Fischer da vorne. Vor dem wir uns hingestellt haben und oder warte mal, also der Fischer oder der Architekt, der jetzt irgendwo alleine ist. Okay, na gut, dann versuchen wir es mal mit dem Fischer, und wenn der nicht, dann dann der in der Hobbit-Höhle. Und wenn der nicht? Der auf dem Floß? Thanks again for that damn fish on biting today. Oh. Die Fische beißen heute nicht an. Okay. Dam 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 dam.
Wer will mir... Aber dass dieser Reisende mir kein Empfehlungsschreiben ausstellt. Hello again. Hello. I overheard your conversation with Bojan. He'll be so excited to have you as a friend. He's a very special individual. There's no one who loves rafting as much as he does. Though he can be difficult at times, he's a kind soul. I appreciate your cordialness. Ja, gerne. Wie kann ich mir... Ah, a blossoming botanist, I see. To start, you'll need some roots. You can find them at the bases of trees. I can show you how to make twine, but it is a process. I see you're a painter. I would so love some artwork in my home. I'm quite partial to sandy beaches. What do you say? If you make me a painting, I'll teach you how to make twine. I look forward to seeing your work. So, Zugang zu Nahrung. Any friend of Bojan's is a friend of mine. Here. Nice. Wir haben jetzt drei. Mind the plants underfoot. Ja, jetzt zeichnen wir dir ein schönes Gemälde von dem Turm und dem Strand. Ja, da konnten wir ja nicht hin, ne? Das war ja alles so abgeschottet. Ja, na gut. Das ist zu tief. Schade. So. Dann gehen wir mal davor und dann geben wir das Bild ab. Und dann ist es für heute vorbei. Wir sammeln ja die ganze Zeit fleißig die Wurzeln, also können wir sehr viele Schnüre machen. Das ist ganz gut, dass die Schnüre jetzt nicht so rar sind wie diese Holzplanken. Das ist ganz gut. So, die Frage ist... So vielleicht. Ja, zwischen den zwei... Warte mal. Warte, ich will noch kurz... Wenn ich ihn einen Sandstrand mal... Okay. Er will nicht den Turm, wie ich am Anfang dachte, sondern den Sandstrand. Sandstrand. De. Ja, ich gehe in die Stadt. Und auf den Pavillon. Ich glaube, da ist es am schönsten. Also da kann man, glaube ich, am weitesten auch sehen. Da kann man, glaube ich, einen ganz schönen Sandstrand sehen. So. Oder ist da alles voller Klippen? Ah. Ja. Das male ich jetzt. Oh, wie... Der Vogel fliegt voll durch mich durch hier. Okay. Ja, doch. Ja. Das ist ein schönes Bild. Sehr schön. Gut. Dann geben wir es ihm und dann nehmen wir kurz, wie man Schnüre herstellt. Und da kann ich auch eine Angel herstellen. Dann können wir... Da können wir sau viel machen. Dann können wir den Fisch angeln. Dann wir haben jetzt auch Zutritt zu Nava.
Das wäre auch interessant, weil, also Nava, da machen wir den Prank und so weiter, also wird schon cool. Aber das werden wir dann erst nächstes Mal machen, also nächsten Montag. Ah, das Spiel ist schon sehr schön. Das ist schon super schön. So. Honey, das ist relativ günstig, glaube ich. Also ich hab's. Mal, lassen wir. What can I do for you? Oh nein. Das. Ah, a blossoming button. I see you're. I'm quite. What do you say? If you. I look for. Mind the plants underfoot. Okay, das war anscheinend nicht der Sandstrand. Steinquellenküste. Ah, das war doch voll das schöne. Das ist doch voll das schöne Bild. Hier. Voll schön. Wieso will der das nicht? Wieso will der das nicht? Sandstrand. Also ich bin gerade hier. Dann gehe ich mal dahin. Dann gehe ich mal dahin. Vielleicht will er den Sandstrand. Oder er will nicht das Bild auf den Sandstrand, sondern quasi dass man. Ja, keine Ahnung. Vielleicht war es zu viel Meer oder so, keine Ahnung. So. Dann spielen wir mal heute ein bisschen länger als 6 Uhr, weil das will ich eigentlich noch abgeben. Und dann, da war schon wieder Distel, aber nur Strand für ihn. Okay. Ah, das war voll das schöne Bild. Das muss ich jetzt übermalen, mein. Gut. Nur Strand für ihn. Also ich wäre jetzt hier hingegangen. Ah, warte mal. Okay, wir machen es jetzt anders. Wir zeichnen unten den Strand. Und dann, weil wir hier in der Nähe sind, gehen wir dann zu unserem kleinen Freund. Und der singt uns nochmal das Abschiedslied. Und dann ist es wirklich für heute vorbei. So. Ich schau mal, was ein cooles Bild wäre. Ah. Ich glaube, ich gehe da, wo er ist. Oder da, also dahin. Oder ich gehe auf die Insel. Kann man auf die Insel? Oder ist es zu tief? Hi. Wer bist du? Oh, hello. I'm not really in the mood to talk with anyone. Okay. Was ist I lost something really important. It was like the key to everything. I just can't believe I lost it. Was the amulet. I don't know how this happened. I just wanted to look at it, but now it's gone. Sorry. I don't feel like chatting right now. Yes, okay. Sorry. Yeah. I don't feel like chatting right now. Ist verständlich. Okay, da kann ich nicht hin. Von hier sieht man aber das Wrack nicht. Warte, ich geh mal hier hin. So, oder? Vielleicht so.
Der schaut so traurig, ja. Also wir werden auf jeden Fall auch das Amulett für ihn suchen. Da sind Eier, ich weiß, aber ich habe gerade eh genug Eier. Das klingt komisch. Gut. Dann. Wie wär's mit dem Abschiedssong? Care to hear my song again? I can use the practice. Sicher. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea, and the moon and the ocean stole your light unto thee. I dream a lake beneath the stars, fisher by the stream, and its arms rolled above me in the shade. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dass es für heute genug gestreamt wurde.